So, wir gehen rein in die Reaction. Wir schauen uns an das Video von Kaiser. Ich mag Jack Doherty. Doherty? Doherty? Nicht? Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Keine Ahnung, wer das ist. Aber wir gehen rein und wir schauen es uns an. Und gucken mal, warum er ihn nicht mag. Und vielleicht mögen wir ihn danach auch nicht. Mal schauen. Jack wer? Ja, keine Ahnung. Jack Doherty? Doherty? Duherty? Duherty? Ich warte seit ungefähr einem Monat darauf, dass irgendein deutscher YouTuber was zu Jack Doherty macht, damit ich meinen ganzen Doherty. Frust rauslassen kann. Wirklich einer von diesen Menschen, der meine Aggressionen hochkochen lässt wie Gordon Ramsay. Und ich spreche lieber nicht aus, was ich mir dabei denke. Weißt du, was sonst passiert? Jetzt bin ich im Gefängnis. Aber ja, keiner traut sich, meine Freunde. Deswegen bin ich heute hier als der Erlöser, der endlich mal über Jack Doherty spricht. Diesmal aus der schrägen Perspektive wieder. Schaut irgendwie besser aus als da, so frontal. Ah, ich weiß nicht, was du sagst. Schaut cool aus, das neue Studio, oder? Ich find schaut cool aus, Chat. Lass mal gerne ein Like da, lass mal gerne ein Abo. Ja, ich finde auch. Ich finde, die schräge Perspektive ist irgendwie cooler als die hier vorne. Die ist auch cool, aber wirkt irgendwie, das Schräge wirkt irgendwie lockerer, cooler. Aber da bei diesem Kaiser-Typen, der schaut richtig, richtig geil aus. Okay, das erste. Kaiserszentrale sieht fast so cozy aus, wie so ist. Ja. Ja. Ich bin immer neidisch, wenn ich andere, also nicht ungesund neidisch, sondern so, ich denke mir so, boah, andere Hintergründe sehen so cool aus. Ich wünschte, ich hätte auch so einen fancy Hintergrund. Aber dann fällt mir immer ein, so, ey, meiner ist eigentlich auch ganz cool. Eigentlich freue ich mich nicht beschweren. Aber ja, also die neue Zentrale von Kaiser sieht super aus. Sieht richtig schön aus. Das erste Mal, wo ich was von Jack Doherty gehört habe, habe ich für das Video von den Island Boys recherchiert. Ich bin nicht draufgekommen, dass er hin und wieder mal, also hin und wieder mal eigentlich regelmäßig Content mit ihnen bringt und jedes Mal wieder entweder geschlagen, bedroht oder sein Haus wird verwüstet. Und das ist wirklich eine häufige Begebenheit. Gefühlt jedes Video geht darum, wie er von irgendwelchen Influencern entweder geschlagen oder was weiß ich, entführt wird oder irgendwas ihm angetan wird, dem armen Jack Doherty. Und es ist jedes Mal exakt das Gleiche. Yo, chill, chill. No, no, no. This guy's fucking beta as fuck. God damn it. Beta's the hate. Yo, you're a bitch. We're going back, you dog. Now we can't box. There's a whole. Oh. Vielleicht kommt euch sein Gesicht auch langsam schon bekannt vor, dass vielleicht. Okay, ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe ihn und alle anderen, die in diesem Video sind, noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe gar keine Ahnung, was da abgeht, aber was zur Hölle? Also, hä? Was ist denn da los? Das bekannteste Video von ihm ist ein zeitloser Klassiker. Ja? In dem Video geht er durch eine Mall und rempelt absichtlich Leute an. Und sobald sie. Island Boys kennst du nicht. Okay, von denen habe ich mal was gehört. Also ganz knapp mal irgendwo am Rande mitbekommen, aber jetzt auch nicht so aktiv. Die sich darüber aufregen, versteckt er sich wie ein kleines Kind hinter seinem Bodyguard. Das ist vielleicht das. Irgendwie, also ich weiß, es geht in eine komplett andere Richtung, aber so vom Humor her, erinnert mich das irgendwie an Theo Strattmann. So dieses Respektlose, dieses von oben herab, dieses, also, keine Ahnung, gefühlt, ich bin besser als du. Verhalten erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Theo Strattmann. Das ist halt einfach dieser dumme Humor. Dieses, das ist ja nur eine Rolle, die ich spiele. Das ist nur mein Künstler-Ich. Leute, die das nicht erkennen, die sind dumm. Aber eigentlich findet man es egal, ob es nur eine gespielte Rolle ist oder das echte Wesen ist. Ändert es einfach nichts daran, dass es total dumm ist und unsympathisch. Unangenehmste Video, so dass ich seit langem. Imagine mal, von dir wird so ein Video existieren oder von mir oder von generell irgendeiner Person. Das wäre die größte Schande überhaupt. Da wird Ja. der Priester mitkommen, wird dir so das heilige Wasser über den Kopf schütten, damit du irgendwie nochmal geheilt werden kannst. Ich weiß nicht, warum er so stolz drauf ist. Ich meine, er ist immerhin derjenige, der es gepostet hat. Er ist zu Hause gesessen, hat sich das Video so angeschaut und hat sich gedacht, Kanonenvideo, das ist ein tolles Video, das lade ich hoch. Obviously ist der Sinn und Zweck hinter solchen Videos einfach nur, dass du irgendwelche anderen Leute anpisst, dass dich selber zum Clown machst, dass alle mit dem Finger auf dich zeigen können und sagen, ah, du bist ein Trottel. Hat funktioniert. Es kann tatsächlich auch mal vorkommen, dass man für seine eigenen Aktionen auch Konsequenzen zurückbekommt.
Ich weiß, ich habe es auch nicht gewusst. Vor ungefähr 2 Wochen ist das dann auch mal passiert. Er hat wieder in der Öffentlichkeit sich aufgeführt wie der letzte Idiot und hat diesmal anscheinend die falschen Personen angetroffen. We got out of there, motherfuckers, let's go! Watch your language, there's kids around here. I didn't say any curse words. What'd I say? Just watch your language. What'd I say? You got a stupid shirt on over there. Yeah, yeah, yeah. Your kids can't read, though. What are you talking about? Your kids can't read, can they? Also wirklich, wie asozial es auch ist, jemanden anzupöbeln, der da gerade mit seinen Kindern unterwegs ist. Dass man da auch keine Grenze kennt. Das finde ich so asozial. Imagine, also wirklich, wenn man sich da mal reinversetzt, so, man ist ein Kind, man sieht zu seinen Eltern hoch, man kriegt vielleicht auch Angst, wenn die Eltern angepöbelt werden. Also das ist wirklich asozial. Das ist wirklich asozial, jemanden vor seinen Kindern anzupöbeln. I'm seeing your kids watch. You get away from me. You started talking to me, buddy. Get away from me. You get away from me. Und auch wie er so nahe kommt und also wirklich. Watch your kids. Go walk away. Yo, what? What? Hey, hey. McKinley, back up. What the fuck's your problem? Also ich persönlich bin ein Mensch, der sehr zu. Aber was halt auch, also wirklich, da verstehe ich den Vater auch nicht, muss ich sagen. Wie kann es auf jemanden losgehen? Also erstmal, wie kann es auf jemanden losgehen? Punkt. Aber wie kann es auf jemanden losgehen, wenn deine Kinder dabei sind? So, es kann halt alles passieren und deine Kinder sehen das. Weiß ich nicht. Ist nicht cool, was die gemacht haben, aber das hätte der Vater jetzt auch nicht unbedingt machen müssen, dass er da jetzt auf sie losgeht. Rückhaltend ist und sehr ruhig und so, abgesehen, wenn ich Videos filme. Okay, ich will einfach nicht an. Geh mal zurück, ich glaube, es war der dickere Mann. Okay, warte. Talk to me, buddy. Get away. You get away from me. Watch your kids, go walk away. Yo, what? What? Hey, 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 hey. Ach so, der Mann, der hier stand, ist auf die losgegangen und der wollte dazwischen gehen. Okay. Warte, ich will noch mal ganz kurz. So, hier steht der andere. Hey. Und da, okay, und, okay. Dann nehme ich das zurück. Der Papa ist dazwischen gegangen. Okay. McKinley, back up. Also ich persönlich bin ein Mensch, der sehr zurückhaltend ist und sehr ruhig und so, abgesehen, wenn ich Videos filme. Okay, ich will einfach. Ist übertrieben, aber stell dir vor, du wirst richtig unnötig provoziert. Verstehe ich? Wie gesagt, ich verstehe das. Und ich will die auch null in den Schutz nehmen. Das ist übel asozial, was sie machen. Trotzdem ist Handgreiflichkeit nie eine Lösung und nie eine Rechtfertigung für, ich wurde aber angepöbelt und provoziert, also wurde ich handgreiflich. So, ich finde, das ist keine Rechtfertigung. Da muss man irgendwie einfach besser sein. Also ich weiß nicht. Und nochmal, wenn du Kinder hast. Also in dem Fall ist er jetzt dazwischen gegangen. So, ich nehme das zurück, was ich davor gesagt habe. Aber gerade wenn die Kinder dabei sind, die sehen das. Das nimmt die wirklich mit. So, das kann wirklich was bei denen hinterlassen. Das kann was mit dem machen. So. Außerdem das Risiko, dass du verletzt wirst, das wäre mir immer zu hoch. Also da würde ich mich nicht provozieren lassen. Das wäre mir immer zu hoch. So, imagine, ich werde vor meinen Kindern verletzt. Du weißt ja auch nicht, wer ist dein Gegenüber. So, was ist, wenn die nicht aufhören zu schlagen? Was ist, wenn deine Kinder, was, wenn du schwächer bist? Was, wenn deine Gegenüber, also die Leute, die du angegriffen hast, da nicht aufhören zu schlagen und vielleicht Schlimmeres passiert als nur verletzen? Das Risiko ist es nicht wert. Nie, in keinem Fall. Auch Smallhorn geht nie, nur in Notwehr. Ja, du darfst dich wehren, wenn du angegriffen wirst. Natürlich kannst du dich wehren, aber den ersten Schlag setzen, nur weil du provoziert wurdest ja, deshalb eine austeilen willst, das ist nicht zu rechtfertigen. Also es geht nicht, es ist absolut uncool. Einfach nicht anderen Leuten auf die Nerven gehen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Ich hasse einfach nichts mehr als Leute, die sich gerade in der Öffentlichkeit so laut und extravagant und keine Ahnung wie aufführen, weil ich verstehe halt vor allem nicht, wie kann dir das wurscht sein? Wie kann es dir egal sein? Wie kannst dich nicht genieren danach? Mein Lieblings... Fühle ich. Ich verstehe es auch null. Teil von dem Video ist, by the way, der Moment, wo Jack nicht wirklich einsehen will, dass er sich obszön vor 2 Kindern verhalten hat, nachdem er erstens Motherfucker durch die Gegend schreit und sein Security einen Sweater mit der Aufschrift Fuck you, you fucking fucked
trägt. Ich will damit auch überhaupt nicht gutheißen, was der Typ irgendwie gemacht hat, dieser andere Typ, der ihn dann attackiert hat. Na, das geht auch überhaupt nicht fit. Gewalt ist generell einfach keine Lösung. In dem Fall, ja, muss man ehrlich sein, wahrscheinlich hat er sich einfach richtig darüber gefreut. Ich meine, das ist vielleicht auch das Ziel vom Stream. Ich meine, irgendeine Absicht dahinter wird es ja wohl geben. Aber keine böse. Nein, keine böse, auf gar keinen Fall. Zum anderen würde ich aber auch so ein bisschen einen Hausverstand voraussetzen, sage ich jetzt mal, dass du nicht einfach durch die Gegend laufen kannst, dich aufführen kannst, wie der größte Vollidiot, ohne dass dich dann jemand richtig schnell im Gesicht berührt. Was die Securities anbelangt, bin ich mir auch nicht ganz sicher, was da jetzt wirklich Sache ist, weil soweit ich weiß, oder was heißt soweit ich weiß, soweit ich gesehen habe, sind das jetzt keine wirklichen Experten auf dem Gebiet. Ich glaube, die schauen halt einfach nur Org aus. Ich kann euch den ganzen Clip jetzt leider nicht unzensiert zeigen, aber es ist quasi so, Jack steht hier, der Security Guard steht hinter ihm und von vorne kommt dieser Fischer auf ihn zu und der Security nimmt Jack so in den Schwitzkasten und dreht ihn so weg, damit er in Sicherheit ist. Wie kann denn dir das passieren? Dann gibt es auch noch ein anderes Video von einem, ich glaube, anderen Security Guard, der auf einer Party komplett ohne Grund einen Typen KO'd hat. Da sieht man, der ist halt einfach nur da gestanden. Er hat so ein bisschen mit denen geschnackt. Klar war der ein bisschen aufgeregt und so, gar keine Frage. Aber nach dem Angriff wollte Security anscheinend dann nochmal auf ihn draufgehen. Es gibt da übrigens, soweit ich weiß, keine Infos, was da jetzt genau bei der Sache rausgekommen ist. Aber ich meine, wenn ich der Typ wäre, ja, ich würde ihn sofort anzeigen, weil eigentlich einfacher kann es einem Anwalt auch nicht machen. Es gibt da sogar... Safe. Einfach anzeigen. Wieso Fischer? Vielleicht hat er eine Angel irgendwo stehen, ich weiß es nicht. Zur Abwechslung auch mal einen Clip, wo Jack ohne Security unterwegs ist. Die Szene ist in dem Fall die, er wollte in einen Club rein. Gebe ich dir grundsätzlich recht, aber da nach einem Schlag manchmal alles schon vorbei ist, setzt man in gewissen Situationen besser selbst den ersten. Ja, weiß ich nicht, ich war noch nie in so einer Situation. Ich bin grundsätzlich oder immer gegen Gewalt. Ich finde, man sollte nie Gewalt anwenden. Natürlich gibt es Situationen, in denen musst du dich selbst schützen. Aber ansonsten nur, weil du dich provozieren lässt, handgreiflich werden, fühle ich nicht. Lieber weggehen. Einfach weggehen. Weggehen, Polizei rufen, anzeigen, irgendwie so. Eingehen, aber er wurde nicht reingelassen, weil er noch 15 ist. Genau, er ist 20, ja, aber du hast es geglaubt. In America bist du ja erst ab 21 wirklich erwachsen und der Türsteher hat überhaupt keinen Bock drauf gehabt, da jetzt gefilmt zu werden. Ja, don't record me, because I'll slam your camera. Don't be stupid, don't use me as content. Wait, I can't hear that last part. If you use me as content, it's not gonna go the way you think it's gonna go. So I advise you to walk away, all right? Don't use me as content. Because the content you're gonna get is gonna be a lot different, right? So please step away. Thank you. I appreciate it so much. Jedenfalls ist das erstmal so zusammengefasst, die Online-Persona von Jack Doherty. Okay, du hast eine fette Villa, eigentlich mehrere fette Villen, feierst dort heftige Partys, gehst Leuten auf die Nerven, wirst von irgendwelchen Influencern geschlagen und ganz, ganz wichtig bei der ganzen Equation, Bitches. Bitch, Lady. Na jetzt, Spaß beiseite, vielleicht denkt man sich so, das ist jetzt dieser Jake Paul-Type-Influencer, der in seiner 10 Millionen Dollar Crips einen Scheißdreck postet, aber ist das wirklich so lukrativ? Naja, wenn man sich die monatlichen Views auf seinem Kanal anschaut, auf jeden Fall. Im letzten Jahr sind wir durchschnittlich bei 284 Millionen Views. Warum schauen manche Menschen solche Influencer? Warum? Es ist doch einfach nur todescringe und ekelhaft. Views auf YouTube im Monat. Siehst du den blauen Strich da unten? Das bin ich. Aber das Ding dabei ist, YouTube ist gar nicht seine Haupteinnahmequelle. Wenn man sich so die durchschnittlichen Views auf seinem Kanal jetzt ansieht, dann sind das gar nicht so extrem viele. Und auch die beliebtesten Videos auf seinem Kanal sind wirklich mehrere Jahre alt. Also wie kommt das dazu, dass es letztes Jahr so geboomt hat? Naja, die meisten von seinen Aufrufen kommen tatsächlich über YouTube Shorts. Mit Shorts verdienst du im Vergleich zu den langen Videos so gut wie gar nichts, okay? Ich weiß nicht genau, wie viel man jetzt damit verdienen kann. Ich selber habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Short gepostet, deswegen habe ich zum einen Teil gegoogelt, okay? Und ich habe ein Video von Torben Platzer gesehen, in dem er sagt, er hat das Experiment gewagt, ja, und hat einen RPM, ein Revenue per Mill von 0,04. Das heißt, er hat mit 1000 Views ungefähr 4 Cent verdient. Das ist gar nicht mal so gut, wenn man das hochrechnet, ja, bei diesen 284 Millionen Views, dann wäre, wenn es nur Shorts wären, ich weiß, es sind nicht alles Shorts, aber wenn es nur Shorts wären, dann wären das genau 11.360 Euro. Und das ist schlecht. Wie kann es also sein, dass er Woche für Woche auf Twitter damit flext, wie viel Geld er nicht für irgendeinen Scheißdreck ausgegeben hat und dass er wirklich ernsthaft mehrere Autos und mehrere Villen hat?
OnlyFans. Jetzt kommt aber der Catch, das meiste Money macht er nicht alleine auf seinem Kanal, sondern macht er mit anderen Kanälen von den Girls aus seinen Videos. Ah, das ist nämlich das Erfolgskonzept. Du machst viralen Content, indem du Leuten auf den Sack gehst, promotest dann unter jedem Video oder jedem Tweet deine OF-Seiten von den Girls, nämlich die in deinem Video vorkommen, und dann splittest du einfach den Gewinn. Und das funktioniert eben, wenn du im letzten Jahr knapp 3,5 Milliarden Views allein auf YouTube erreicht hast und das nur mit irgendwelchen Videos, die provozieren sollen. Das Ding bei der ganzen Sache ist, es ist so random. Okay, er hat mit 12 Jahren angefangen, irgendwelche, wie soll man das beschreiben? Schau dir den Kanal an, das ist halt Content von und für 12-Jährige. Das ist jetzt auch nicht mal böse gemeint, okay? Wenn ich 12 Jahre alt gewesen wäre, was würde ich für Content machen? Glaubst du, ich würde Meinungsblogs machen? Ja, sicher, ich würde auch so komische Flip-Buddles und sowas. Sowas würde ich machen, aber ich glaube, hätte ich mir angeschaut als 12-Jährige von Kaiser, weil er ist cool. Kurz mal Karriere überdenken. Ja, also damit habe ich auch gerade gar nicht gerechnet. Also er ist mit den Mädels in den Videos, die Mädels in den Videos zu sehen, einfach nur, um sie dann zu promoten für das OnlyFans. Also irgendwo smart, aber halt auch echt räudig. Weiß nicht, wie gesund das ist, wenn du das als 12-Jähriger schon startest und dann auch wirklich sehr, sehr lange erfolgreich damit bist. Ich meine, er ist jetzt 20, hat mit 12 angefangen, das ist fast sein halbes Leben. Das hört sich eigentlich heftig an. Na, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht an die ersten 3-4 Jahre erinnern. Also eigentlich ist die Hälfte von seinem ganzen Leben, ist er ein erfolgreicher Influencer. Das brennt sich in dein Gehirn ein und das, glaube ich, ist nicht gut. Weil im Endeffekt landen wir da genau dort, wo wir jetzt gerade sind, wo er sich halt wirklich über alles freut, was ihm irgendwie Aufmerksamkeit bringt. Egal, wie gut das ist. Who was the first person to slap you? Fousey. And how did that feel? Because that's really... It felt great. I slept like a baby that night. Really? Yeah, I actually got 20 million views on my shit overnight. And I was like, yeah. Das ist halt auch traurig irgendwo, wenn du dich so auf eine Sache in deinem Leben fokussierst, dass diese Sache halt dein ganzes Leben einnimmt. Weil das nie gesund für die Psyche ist. Egal, wie viel Spaß dir etwas macht, das kann dich halt auch kaputt machen. Das sieht man ja auch ganz oft an Workaholics, die kaputt gehen, weil sie so viel arbeiten, obwohl ihnen das ja Spaß macht und sie diesen Ehrgeiz haben und immer erfolgreicher sein wollen, immer mehr machen wollen. Bei Content-Creatern sieht man das auch, die immer mehr teilen aus ihrem Leben, die immer extremer werden, die immer mehr machen. Man verliert sich dann so in entweder seinem Job oder in irgendeine Art von Passion, die man halt anfangs hatte, wird das richtig so etwas, in dem du dich verlierst, und das kann dich kaputt machen. Es kann dich krank machen, kann dich kaputt machen. Deshalb sage ich ja auch total oft zu euch hier im Stream, wenn sich das gerade anbietet, wenn wir so darüber reden, dass man generell im Leben immer so diese gesunde Mitte finden sollte. Sei es jetzt Arbeit, Freizeit, Privates, Geschäftliches eben trennen und da so einen Ausgleich haben und Hobbys und Freundschaften und etc., also dass man halt so wirklich überall so ein bisschen was hat quasi, um ausgeglichener zu sein und nicht in so eine extreme Richtung abzudriften, weil das halt einfach nicht gut tut. No front, aber irgendwie sieht man ihm schon vom ersten Blick an, dass er einen Knacks hat. Da war mir von der ersten Sekunde unsympathisch. Aber ich glaube, das hat einfach viel mit seinem Auftreten zu tun. Ich weiß, was du meinst, aber das ist halt einfach die Art, die er ausstrahlt, die halt sofort unsympathisch auf dich wirkt und auch auf mich wirkt. Wenn er jetzt da sitzen würde und über ein cooles Thema reden würde und total bodenständig wäre oder so, dann würde er wahrscheinlich ganz anders rüberkommen und wir würden ihn ganz anders wahrnehmen. Das ist halt einfach, ja, diese Art und Weise, die er da an den Tag legt, so großkotzig, ignorant, ja, unerzogen, das wirkt halt unsympathisch. Und das strahlt er halt auch aus. Yeah, but nah, it also went, it just went really viral. Freundschaften sind für Low-Performer. But now I took that slap and I'm trying to turn it into a kick deal. So everyone comes up to me and asks me about that all the time. Like, yo, was that Fousey shit real? Like, everyone thinks it's fake, but it's like, he's literally in a mental hospital right now and it's been over a month. Yeah. So it's like, it's real. Like, it's not like we can't stage that. Okay, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist der Content, den Jack postet, nicht immer 100% werbefreundlich. Aktuell ist es so, dass er auf Kick streamt, weil dort anscheinend die Regelungen so ein bisschen lockerer sind. Die ganzen Guidelines sind ein bisschen lockerer. Aber vor 3 Tagen wurde er tatsächlich auch auf Kick gebannt. Großer Kick-Win, ursuper. Das muss man auch erstmal schaffen, oder? Auf Kick gebannt zu werden. Krass. Sagt halt auch schon einiges über jemanden aus. Wir freuen uns alle und sowas. Lauter YouTuber machen schon Videos dazu. Es ist toll. Jack Doherty ist
ist wieder da. Ja, ernsthaft, okay? Er wurde vor ungefähr 12 Stunden gebannt. Ja. Und es ist tatsächlich gar nicht mal so unlustig, okay? Die ganzen Videos, die jetzt von den YouTubern gepostet werden, die wurden teilweise danach gepostet, nachdem er wieder freigeschaltet wurde. Einfach, weil das so schnell gegangen ist. Bruder, 12 Stunden. Was hat denn der Typ gemacht? Ist er zum Libro gegangen, hat er einen Kugelschreiber mitgenommen? Nein, Jack war tatsächlich mitten im Stream und hat sich gedacht, weißt du, was richtig lustig wäre? Was richtig gut wäre? Vor allem halt No Front vor seiner etwas jüngeren Community, wenn ich 2 OF-Mädchen vor die Cam hol und die dann einfach ihre Brüste zeigen. Es macht auf jeden Fall immer ein gutes Bild von der Plattform, wenn sie ihre eigenen Regeln nicht wirklich ernst nehmen, wenn es sie nicht wirklich interessiert, wenn es 12 Stunden dafür gebannt ist, dass du komplett gegen die Guidelines verstößt. Ich meine, die können ja machen, was sie wollen. Ich weiß noch nicht, wie beneficial das ist. Aber dann wundert es mich auch nicht, dass Jack einfach genauso weitermacht, wenn ihn niemand wirklich auffällt, wenn niemand irgendwas dagegen macht, weil Kick halt auch wahrscheinlich auch ziemlich desperate ist, No Front erneut an der Stelle, die ganzen großen Streamer auch auf ihrer Plattform zu halten. Und ganz ehrlich, wenn es dann einfach so weitermachst, wenn es einfach diesen Content machst, wenn es einfach Leute anpisst, du sowieso dich hinter deinen Bodyguards versteckst, stecken kannst, dann irgendwelche OF-Mädchen promotest und dadurch fett abkassierst, sodass du jeden Monat, keine Ahnung, 1, 2, 3 Millionen Dollar raushaust, dann wundert es mich nicht. Dann wundert es mich nicht, dass es Leute da draußen gibt, die das machen. Das ist halt der, das ist es. Freunde, ich hoffe, das Video war für euch trotzdem spannend. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das für euch so passt, wenn wir auch Livestream, Cam und normale Cam gleich halten. Ja, ganz ehrlich, das schaut viel besser aus, als wenn ich da vorne sitze. Lasst mir auch gerne ein Like da, meine Freunde. Lasst mir gerne ein Abo da. Viele Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich für's Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Ich liebe das Outro von Kaiser. Ja, krass. Heftig, heftiges Video. Noch nie was von diesem Jack gehört. Scheint aber auch ein Typ zu sein, von dem ich auch. Also, er würde mein Leben nicht bereichern. Aber ja, mal schauen. Vielleicht kriegt man ja von dem noch was mit.